Energie. Durch sie können wir unser Leben so gestalten, wie wir es wollen. Aber die Art und Weise, wie wir diese Energie gewinnen, kann für unseren Planeten sehr zerstörerisch sein. Bis vor kurzem hatte ich das zwar im Hinterkopf, aber ich habe es nicht aktiv wahrgenommen, bis der Schalter für mich umgelegt wurde. Guten Morgen! Ein neuer Tag zum Konsumieren. Was? Oh, das ist eigentlich egal. Wir haben von allem genug. Klar, wir können viele Dinge auch ohne diese Energie lösen. Aber warum sollten wir das, wenn sie alles so viel einfacher macht? Man drückt einfach einen Knopf und kann all das, was sich dahinter versteckt, gleich mit wegspülen. Wir konsumieren und konsumieren und konsumieren. Ohne Sinn. Einfach, weil wir es können. Genau so habe ich gedacht. Und währenddessen ignoriert, dass dieses Verhalten unsere Welt zerstört. Und dass ich meine Situation jeden Moment ändern kann. Milliarden von Menschen kochen immer noch mit unzureichenden und umweltschädlichen Systemen. Die finanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer für erneuerbare Energien ist das zweite Jahr in Folge zurückgegangen. Der Verbrauch an erneuerbaren Energien steigt zwar, reicht aber immer noch nicht aus. Wir müssen nicht nur anfangen, uns um unseren Planeten zu kümmern. Wir müssen auch anfangen, uns um andere zu kümmern, von denen wir lernen können.